Hammerfresse, Jango, den packst du! Stahlknüppel Joe, polier ihm die hässliche Visage. Mach mal los! Immer feste drauf, Jango! Eine links, eine rechts! Mach schon! Schick die Stahlknüppeldusche zum Boden! Und auch hier können wir wahrscheinlich nirgendwo mehr weiter. Können aber die Kiste einschlagen und die Fässer hier, die wir. Um die wir uns nie gekümmert haben. Und hier hätten wir auch helles Pferd, Docker. Gut. Ah, da drüben sind auch noch Fässer. Was sagst du? Halt! Unbefugt! Ist der Zutritt verboten. Okay, du siehst aus, als wärst du gemoddet worden. Zwei Bolzen, Quellwasser. Zwei Bolzen, Würselkraut, Quellwasser. Okay, mehr gibt es hier dann wirklich nicht. Außer hier ist noch eine Holzkiste zum Zerdeppern. Nein. Eingang zum Bierkeller? Okay. Das ist neu. Der ist eh verschlossen. Also ja, gehen wir erstmal hinten rum, gucken uns alles an. Gehen auch mal wieder ins flinke Frettchen. Einfach gucken, ob wir irgendwo Questgeber oder ähnliches finden. Ah, ihr seid also doch interessiert an dem Bürstenset mit der Gratis-Kiste Seifenpaste. Ja, ausverkauft. Verschwinde! Doch. Okay. Nichts bei dir, nichts bei dir. Konntet ihr schon was herausfinden? Oh, das habe ich hier noch gar nicht gesagt. Ich konnte den Mörder Sanders zur Strecke bringen. Sein Tod wurde gesühnt. Vielen Dank, ich werde euch das niemals vergessen. Jetzt kann die Seele meines geliebten Drachen endlich in Frieden ruhen. Wenn ich noch etwas für euch tun kann, dann lasst es mich wissen. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Ich muss weitergehen. Okay. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören, okay. Wer stört? Ja, die sind haben nichts zu sagen und du hier? Hallo. Okay, also nichts Neues in der Taverne. Jedenfalls nicht so auf den ersten Blick. Außer du vielleicht noch. Ja, lasst euch bloß nicht auf dein Spiel der Zwergendrillinge ein. Das haben wir schon gemerkt. Na gut, da geht's wieder raus Richtung Hafen. Naja, wie gesagt, den Schweinehirten haben wir auch nur durch Zufall jetzt gefunden gehabt, deswegen. Händler Störebands, Krämer Rappelbusch.
Störeband Lagerhaus. Grafenstadt. Gibt's noch was Neues von Worwisch? Angrosch zum Gruße. Was führt euch zu mir? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Gehabt euch wohl. Okay. Oh ja, das mit dem Djinn war sehr lustig und nett. Muss ich zugeben. Die sagen einem nichts. Dann auf ins Niceback Lager, ins Störeband Lagerhaus. Mal gucken, hast du uns noch was zu sagen, Emmeran? Kann ich euch behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Bei seiner Stimme bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ich glaube, die ist auch gemoddet. Ich will nicht sagen neu, weil neu klingt irgendwie komisch. Also ich meine gemoddet. Okay. Störebrandhändler. Oh, wir können mal da hinten bei den beiden Karrenschubsern vorbeigucken. Ob die endlich mal ihre Karren aus dem Weg geräumt haben. Herzlich willkommen. Ja, almandisches Sauteurkleid. Das leider nicht viel bringt. Du hast wahrscheinlich auch nichts mehr. Also die beiden sind immer noch da und streiten wegen ihren Wegen. Ja. Ja, Krimmer Rappelbusch und Kapitän Dielbrack gibt's hier auch noch. Ja, hier können wir das helle Pferdocker, Krähenfüße verkaufen. So. Hast du das schon von Vorolax gehört? Wieso? Mit ihm gab es doch bisher nie Ärger. Naja, nicht, dass er sich was zu Schulden hat kommen lassen. Aber seit ein paar Tagen ist er einfach nicht mehr er selbst. Ist das der Grund dafür, dass er sich hier im Hafen nicht blicken lässt und seine heißgeliebte Arbeit liegen lässt? Genau so ist es. Stell dir vor, er ist unter Rajas Bann geraten. Dass ihm das mal passiert, hätte ich nie für möglich gehalten. Okay, die reden über was Bestimmtes hier. Ja, was gibt's? Bitte entschuldige, aber er sprach doch gerade von dem Zwerg Vorolax. Allerdings. Warum fragt ihr? Ich will ihn aufsuchen, um zu fragen, ob er einen Auftrag übernimmt. Da habt ihr wohl schlechte Karten. Seine Angebetete sitzt im Zwergenviertel fest und er kann nicht zu ihr. Oh, das sind allerdings schlechte Neuigkeiten. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich ihn finde. Ganz sicher weiß ich es nicht. Aber ich vermute, dass er sich in der Grafenstadt in der Nähe des Zwergenviertels aufhält. Ab vielen Dank, dann werde ich mich dort mal umschauen. Okay. Der verliebte Zwerg. Ich habe im Hafenviertel erfahren, dass sich Vorolax in einer Ausnahmesituation befindet. Er ist verliebt. Er befindet sich bei seiner Geliebten im Grafenviertel, nahe des Zwergenviertels. Mhm. So, Dielbrack. Ja, kann ich noch etwas für euch tun? Gibt es Neues zum Mord? Ach so, es gibt Neues. Tatsächlich erzählt. Ich konnte den Hintergrund der Morde aufdecken. Die Schuldigen sind ihrer gerechten Strafe nicht entkommen. Ich habe nie an euch gezweifelt. Wer hat die da all dem gesteckt? Es war Ulvine Niceback. Sie hat Ardo durch einen niederträchtigen Magier und die korrupten Obergardisten in einen Hinterhalt locken und ermorden lassen. Ich habe dem Magier in einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod die Stirn geboten und besiegt.
Und Wiener Niceberg wurde vom Schicksal selbst gerichtet. Endlich kann Ardo in Frieden ruhen. Auch wenn das Ardo nicht zurückbringt, so erhält es doch mein Herz, dass die Schuldigen die gerechte Strafe ereilt hat. An Tapferkeit steht hier Ardo in nichts nach. Ich bin sicher, er wäre stolz auf euch. Hier nehmt dieses kleine Geschenk als meine Anerkennung für euren Mut, ganz im Gedenken an den alten Ardo. Hab Dank, Kapitän. Ich werde es, wie Ardos Andenken, in Ehren halten. Kann ich noch etwas für euch tun? Wie seid ihr eigentlich seinerzeit an Ardo geraten? Kennen wir alles. Ich muss erstmal weiter. Was haben wir von ihm gekriegt? Ein Flügelhelm mit weißen Flügeln. Ist die Frage, sorgt dieser Helm? Dieser Helm verhindert nicht, dass wir zaubern können. Ah. Also ja. Auch wenn sie damit auch wieder etwas seltsam aussieht. Weil er etwas zu groß geraten ist, aber gut. Okay, und wir können mit Dilbrak nur einmal reden. Danach ist er wieder etwas verbuggt. Okay. So. Grafenstadt. Ist dann wieder unsere nächste Haltestelle. Und ja, in der Grafenstadt waren wir gar nicht in der Kaserne, um zu gucken, ob es da was Neues gibt. Das können wir jetzt dann nachholen. Wo sind wir? Kaserne, Grafen. Ja. Dann können wir erstmal zur Kaserne gehen und da uns umgucken kurz. Hi. Du hast uns nichts zu sagen? Du? Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der... Okay, sie hatten nichts Neues. Dann Forolax. Ach, man kann hier ins Zwergenviertel reinglotzen. Denn ist ein Ulmenholzstapel. Was wollt ihr? Ah, wie nett. Seid ihr Meister Forolax? Ja, das bin ich. Und nun lasst mich in Ruhe. Halt, wartet, ich hätte deinen Auftrag für euch. Ich bin nicht interessiert. Im Moment habe ich andere Sorgen. Aber es ist wichtig. Vielleicht könnte ich euch im Gegenzug bei eurem Problem helfen. Danke für euer Angebot, aber das ist unmöglich. Erzählt mir doch erstmal, worum es geht. Das ist doch offensichtlich. Meine geliebte Momosha sitzt im Zwergenviertel fest und ich kann nicht zu ihr, weil diese Angrosch-verfluchten Felsenbeißer den Zugang versperrt haben. Menschenkenntnis. Und jetzt wisst ihr vor lauter Sehnsucht nicht ein noch aus? So ist es. Oh, meine geliebte Momosha. Seht ihr sie gegenüber vor dem Haus? Keine 10 Meter trennen uns voneinander, aber dennoch kann kein Hindernis unüberwindbarer sein. Wann werde ich dich wieder in meinen Armen halten können?
Eure Qualen sind wirklich nicht zumutbar. Ich denke, ich kann euch helfen. Ich wüsste nicht, wie ihr das anstellen wollt.